Darum ist ein Jude erfolgreicher als du. Eine heiße Aussage, ist mir bewusst. In diesem Video geht es aber in keinster Weise darum, über irgendwelche Gruppen, Kulturen oder Religionen herzuziehen. Ganz im Gegenteil, es geht darum, wie können wir ganz einfach und natürlich voneinander lernen. Heute geht es um Geld, Wohlstand und Erfolg. Wenn dich nur eines dieser drei Dinge interessiert, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Und zwar ganz unabhängig, welcher Kultur, Religion oder welcher Gruppe das du angehörst. Also wenn dich das interessiert, nachher bleib dran. Wir starten jetzt los. Mehr Erfolg, Wohlstand, Leichtigkeit, mehr Geld, mehr Freiheit. Das sind natürlich Grundprinzipien, das ist ein Grundstreben, was jeder Mensch hat. Und ich arbeite seit über 20 Jahren mit Führungskräften, mit Menschen, die ihr Leben in die Hand nehmen möchten, die was einfach sagen, was kann ich tun, um leichter, müheloser von A nach B zu kommen. Und das macht einen riesigen Spaß. Und heute schauen wir uns das Thema Geld, Erfolg und Wohlstand an. Erinnerst du dich an deine Kindheit oder an deine Jugend? Wo ihr vielleicht so Geldgeschäfte gemacht habt oder Tauschgeschäfte oder jemand hat dir was verkauft und du hast das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht ganz sauber gewesen. Und wir haben oft dazu gesagt, du bist doch ein Wucher, du bist ein Jud. Ja, das ist ja komisch, wo kommt denn das her? Und da schauen wir jetzt in die Geschichte. Ja, es stimmt, Juden seien in Finanzgeschäften und im Handel sehr, sehr erfolgreich. Aber ist das verwerflich? Na, ganz im Gegenteil. Das ist sehr lobenswert. Und wir können sogar ganz viel davon lernen. Und darum machen wir jetzt einen kleinen Ausflug ins frühe Mittelalter. Im christlich geprägten mittelalterlichen Europa galt seit dem 12. Jahrhundert ein absolutes Zinsverbot. Der Papst Alexander III. Hat die Juden von diesem Zinsverbot ausgeschlossen. Das heißt, sie wurden davon befreit. Im Gegenzug war den Juden Grundbesitz und Handwerk verboten. Also haben sie sich auf das Thema Finanzgeschäfte und Handel konzentriert. Und genau da liegt jetzt ein Schlüssel. Sie sind konzentriert. Und daher waren die europäischen Juden vor allem als Geldverleiher tätig. Und die wenigsten Kleingewerbe seien auch damals ohne finanzielle Hilfe ausgekommen. Und speziell in ökonomisch schwierigen Zeiten ist dieser Ausdruck du Wucher, du Jude entstanden. Und so ergibt es sich, dass wenn man längere Zeit auf ein Thema schaut, dass man in dieser Sache immer besser wird. Und die Natur hilft nachher da noch sogar dabei. Das heißt, wenn du eine Pflanze hast und du gibst der Pflanze Aufmerksamkeit, du schaust, dass sie richtig steht, dass sie ihr gut geht, wird sie nachher kleiner oder größer? Ja, sie wird größer. Und das ist in der Natur überall so. Alles strebt nach Entfaltung. Sogar jeder Gedanke oder jede Idee, alle Impulse, die was du hast, streben nach Entfaltung. Wir haben eher ein umgekehrtes Thema. Wir sind weniger positioniert oder fokussiert. Wir haben eine riesige Vielfalt an Möglichkeiten. Denk einmal dran, was du alles zu tun hast oder was du zu tun hättest oder was du alles tun möchtest. Das ist eine unglaubliche Vielfalt. So eine Vielfalt hat es überhaupt noch nie gegeben in der Vergangenheit. Und die Geschichte von den Juden zeigt uns, sie waren auf Finanzgeschäfte, auf Handel fokussiert. Das war ihre Position, das haben sie gemacht. Und da sind sie immer besser geworden. Ja, ganz klar, und das ist auch gut so. Und wenn wir so viele, viele verschiedene Dinge machen wollen, nachher machen wir überall ein bisschen, aber nirgends was, wir machen es nicht gescheit, nicht gut. Also denk einmal dran, was ist dein Hauptthema? Ist dein Hauptthema zum Beispiel erfolgreich im Verkauf? Oder möchtest du dein Einkommen verbessern, erhöhen? Möchtest du mehr Freiheit haben? Was möchtest du gern? Wenn du sagst, ich möchte alles gern haben, ja, dann bist du wieder die Vielfalt. Und gerade in der Zeit, in der was wir jetzt leben, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einfach positioniert sind, dass wir fokussiert sind, dass wir wissen, was ist unser Thema. Ich frage in die Unternehmen immer wieder, was ist eure Position? Was ist die Positionierung? Und dann kommt auf der riesen Liste von Dingen.
Ja, aber was ist das jetzt? Also eine Positionierung in einem Unternehmen, die kann man auf 1 bis 2 Themen zusammenfassen. Und nachher kann man sich fragen, seien wir fokussiert? Sehen wir das Thema? Arbeiten wir an dem Thema? Wollen wir da besser werden? Oder seien wir wieder zerstreut und wollen wieder alles ein bisschen machen? Alle Unternehmen, alle Führungskräfte, die was ganz klar positioniert und fokussiert sein, die seien natürlich viel erfolgreicher als wir andere, die was auf alle Hochzeiten tanzen. Und schau mal, wie das bei dir ist. Also müssen wir lernen, gewisse Dinge nicht zu machen und uns zu konzentrieren auf das Wesentliche. Darum geht's. Und die Geschichte zeigt uns das. Das führt unweigerlich zum Erfolg. Und wenn du das jetzt übernehmen kannst und sagst, okay, jetzt mache ich mir mal Gedanken, was ist mein Thema? Wo will ich jetzt wirklich drauf schauen? Will ich jetzt drauf schauen, dass ich mehr Wohlstand in mein Leben bekomme? Nachher schau drauf und das wird auch passieren, weil du nimmst die Dinge genau so in die Hand, dass du mehr Wohlstand in dein Leben ziehst. Ganz automatisch. Aber wenn du nicht drauf schaust, nachher ist es als wie wenn der Raum dunkel wird und dann ist niemand da. Aber wenn der Raum lebt, wenn du in Bewegung bist, wenn du auf das Thema schaust, nachher wird dein Thema, das Streben nach mehr Wohlstand, wird in dein Leben kommen, ganz automatisch. Und du selber auch, du hast Ideen, du hast Inspirationen, du hast Impulse zu diesem Thema. Du weißt ganz genau, was ich meine, gell? Also ganz klare Positionierung und dann ganz klare Fokussierung. Und nicht nur dann, wenn es schlecht läuft, sondern auch, wenn es gut läuft. Schau auf dein Thema täglich und konzentriere dich auf das Wesentliche. Wenn dir dieses Video gefallen hat, nachher bewerte es gerne mit deinem Daumen oder gib mir einen Kommentar und denk dran, den Kanal mit der Glocke zu abonnieren, weil nachher bist du immer in der ersten Reihe, wenn was Neues daherkommt. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Vierte Servus, mach's gut.